Lineares Wachstum ist die einfachste Form des Wachstums. Und zwar ist es hier so, dass ständig die gleiche Menge hinzukommt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr nehmt euch jetzt eine Spardose und beschließt, jede Woche 1 Euro hineinzuwerfen. Dann kommt jede Woche 1 Euro hinzu. Ja, und das lineare Wachstum kann eben durch diese Funktion beschrieben werden. Also b von t ist gleich b0 plus m mal t. Klar hat hier jedes seine bestimmte Bedeutung. Und zwar t gibt immer die Zeit an. Das ist sozusagen Monate, Tage, Wochen, Stunden. M gibt immer die Menge an, die dazukommt. Also in unserem Fall der 1 Euro. B0 ist der Anfangsbestand. Also das, was zum Zeitpunkt 0 sozusagen drin ist. Und bt ist sozusagen die insgesamte Menge, die nach so und so viel Zeiteinheiten drin sind, also nach so und so viel Stunden, Tage, je nachdem. Ja, beim linearen Wachstum ist es so, man kann das eigentlich auch ohne Formel machen und nur durch ein bisschen Überlegen schaffen. Wir machen jetzt ein paar Beispiele, da benutze ich die Formel, aber ihr könnt ja einfach mal ausprobieren, ob ihr es auch ohne Formel hinbekommt. Viel Spaß dabei!